Hi, für dieses Video hat sich meine Mama dazu bereit erklärt, sich schminken zu lassen und ich dachte, wir machen ein 10 Minuten Make-up für den Alltag. Der Fokus liegt auf der Haut, sie soll nämlich frisch aussehen und das Make-up ist sehr, sehr einfach, also perfekt für Schminkfaule oder für Frauen mit wenig Zeit. Dieses Make-up bzw. die Produkte ist für Frauen ab 35, 40 ungefähr mit trockener Haut geeignet. Ich starte mit einem eingecremten Gesicht und trage die Crema Nuda Foundation von Armani auf. Ich habe nämlich ein Pröbchen bekommen, allerdings kann man sie auch ganz einfach selbst mit der Feuchtigkeitscreme Crema Nera Extrema von Armani mit der Luminous Silk mischen und so hat man nämlich das gleiche strahlende Finish. Und hier ist vor allem dieses glowige bzw. strahlende Finish sehr wichtig, denn eine matte Foundation würde total trocken und maskenhaft aussehen und alle Fältchen noch viel, viel mehr betonen. Ich arbeite die Foundation in die Haut ein und schon wirkt die Haut auch ebenmäßiger und strahlender als vorher. Und jetzt zu den Augenschatten. Ich trage innen unter dem Auge einen orangestichigen und feuchtigkeitsspendenden Concealer auf. Der Concealer neigt aber dazu, in die Fältchen zu kriechen und deswegen platziere ich ihn nur innen unterm Auge. Und diesen Concealer verblende ich schon mal. Direkt unter dem Auge und auch eher außen trage ich einen anderen Concealer auf. Er rutscht nämlich nicht in die Fältchen. Und da er aber matt aussieht und auch etwas die Haut austrocknet, mische ich ihn mit einer Augencreme. Die Deckkraft wird zwar so etwas gestreckt, aber da sie bei diesem Concealer sowieso so extrem hoch ist, macht das nichts. Und mit diesem Concealer-Creme-Gemisch decke ich auch alle Unebenheiten ab. Und so sieht jetzt die Haut vorerst aus. Alle Makel sind kaschiert. Durch die extrem leichte Deckkraft der Foundation sieht die Haut aber nach Haut aus. Die Haut strahlt und dadurch wird das Gesicht auch etwas frischer. Und jetzt zu den Augen. Ich habe meine Lidschattenbase vergessen, deswegen trage ich den Concealer von vorhin auf. Funktioniert nämlich genauso gut. So wird die Farbe des Lides ausgeglichen. Damit der Concealer nicht in die Lidfalte kriecht, trage ich einen Lidschatten darüber auf. Und hier gilt Folgendes: Nicht zu viel Schimmer oder sowas Frostiges, denn ein Frostfinish zum Beispiel würde nur alle Fältchen am Lid noch viel, viel mehr betonen. Deswegen lieber einen matten Lidschatten oder ein Satinfinish. Hier mische ich einen matten Lidschatten mit einem Satinfinish und trage die Farbe auf das komplette bewegliche Lid bis zum Augenbrauenknochen auf. Und zuerst mit einem fluffigen Pinsel, so ist nämlich der Auftrag leichter, und auf dem beweglichen Lid für ein intensiveres Ergebnis dann mit einem flachen Lidschattenpinsel. Für etwas mehr Dreidimensionalität trage ich noch ein mittleres Braun in die Lidfalte auf. Und auch hier wieder, matt muss die Farbe sein, denn es soll ein natürlicher Schatten erzeugt werden. In die Wasserlinie kommt noch ein beiger Kajal. Und jetzt setze ich mit dem Puder noch den Concealer unter den Augen. So verhindere ich, dass er in die Fältchen rutscht. Sonst trage ich aber nirgends Puder auf, weil wir gemerkt haben, dass so die Haut von meiner Mama nach einer Zeit zu spannen anfängt. Und da die Foundation sowieso auch nicht verrutscht, ist es so okay. Wenn es bei euch aber anders ist, dann pudert lieber ab. Dann ziehe ich die Augenbrauen nach und fixiere sie danach mit einem durchsichtigen Augenbrauengel. Danach trage ich einen Rouge auf. Besser wäre jetzt ein Creme-Rouge. Leider habe ich meins aber auch vergessen. Etwas Rouge kommt dann auch an den Augenbrauenknochen, damit sich die Farbe dann da auch wiederfindet und das Gesicht so insgesamt frischer wirkt. Und dann tupfe ich unter den Augenbrauenknochen und auch oberhalb des Wangenknochens einen Creme-Highlighter auf. Ich verwende einen fluffigen Pinsel, damit der Auftrag nicht so intensiv wird. Beziehungsweise ich verwende auch so wenig wie möglich, denn zu viel von diesem Highlighter bewirkt, dass er in die Fältchen rutschen kann. Danach tusche ich die Wimpern, weil ich finde, dass das für den Alltag auch total ausreichend ist. Und zum Schluss trage ich noch einen glossigen Lippenstift auf.
Und fertig ist auch das komplette Make-up. Es waren wirklich nur 10 Minuten, für Ungeübte vielleicht höchstens 15. Die Haut sieht strahlend aus und ist nicht zu überschminkt. Die Augen sind zwar überhaupt nicht betont, aber dennoch sieht das Gesicht insgesamt erholt aus. Deswegen meinte ich vorher, dass das Wichtigste die Haut sein sollte und nicht die Augen, weil das nämlich auch viele behaupten. Zum Vergleich, hier aus einem anderen Tutorial sind nur die Augen geschminkt und das Gesicht wirkt einfach nicht so frisch und irgendwie auch unvollständig. Also ganz anders als rechts auf dem Bild. Und wer noch 3 Minuten mehr Zeit hat, der kann die Augen einfach noch einen Tick mehr betonen. Ich trage da einfach außen am Wimpernkranz und auch etwas in der Lidfalte ein braun-grün auf. Diese Farbe ist einfach wie für meine Mama gemacht. Sie lässt ihre Augen super strahlen und deswegen benutze ich sie so gerne an ihr. Die Farbe wird danach noch mit einem sauberen, fluffigen Pinsel verblendet und fertig ist man auch schon. Ja, und so sieht das dann komplett aus. Die Augen sind jetzt etwas mehr betont, man sieht aber dennoch nicht überschminkt aus, also immer noch super für den Alltag. Diese ganzen Tipps habe ich vom vielen Recherchieren und natürlich versuchen an meiner Mama alle sammeln können. Und ich hoffe, das Video war jetzt hilfreich und auch etwas informativ für euch. Postet mir doch bitte in den Kommentaren eure Videowünsche und auch, was euer Alltags-Make-up ist. Das würde mich nämlich interessieren. Also, dann bis zum nächsten Mal. Eure Anna.